3 Betonplatten und 3 Stahlträger. Warum die gleich 20? Oh, da hinten kommt dann noch eine Brücke. Nee, die scheint fertig zu sein. Da bin ich ja immer noch nie im Lager. Und Weg hier drüben rum. Hätte ich hier einfach hier langfahren sollen? Geh feste. Ich geh feste. Verdammte Scheiße. Respekt und guckt noch YouTube. Auf jeden Fall, Jasmin. Finde ich auch geil. Wenn man 50 Jahre alt ist, kann man Buchstaben nicht mehr aus der Nähe erkennen. Aber man kann Idioten aus der Ferne erkennen. Auch das ist ein schöner Satz, die Generation. Er zockt mit 70 immer noch, in welchem Spiel er wohl angefangen hat. Pong? Ich finde die frühere Gaming-Zeit richtig spannend. Aber man muss auch sagen, für mich ist das ja jetzt nicht so krass überraschend. Weil wenn er mal überlegt, mein Vater, der wird Baujahr 57, der wird 65 dieses Jahr. Er zockt auch noch. Er zockt auch noch. Der hat zu Weihnachten von mir Call of Duty Cold War gekriegt. Für die PlayStation 4. Hat er mir schon Bescheid gesagt? Hab ich durch. War geil. Er zockt auch noch. Finde ich gut. Und der ist aber komplett Ego-Shooter. Der spielt nichts anderes. Nur Ego-Shooter. Geh mal ja PlayStation 1 los mit Medal of Honor und so. Ich hoffe, dass wir alle mit 70 auch noch so cool drauf sind. Auf jeden Fall, Süppchen. Die neuen Karten verlangen das eine oder andere. Das kriege ich auch gerade mit. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich mich jetzt hier, ob ich jetzt hier mit Absicht Welle mache und viel geklärt ist, wenn ich halt den Weg hier fahre. Webnisee. Sind schon pfiffig, dass hier kein Wachturm ist, dass der da oben ist. Wichser. Halt die Frage, ob ich mit dem Six. Was ist denn hier in der alten Garage? Stahlträger. Ist es eh mitnehme und dann nochmal doppelt fahre? Digga, hier habe ich ja auch noch welche. Die könnte man halt Oma mitnehmen, 2 Stück. Und die da hinkacheln? Oder halt dort mal andersrum fahren? Warum habe ich den Aussichtsturm hier noch nicht? Ist alles nicht so einfach. Angefangen habe ich mit Brotkiste und so gefielen Games wie Test Drive und Summer Games. Oh, Summer Games. Oh, Herr. California Games damals auch. Oh. So, Leute, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich jetzt halt gleich mich um diese besagte Brücke kümmere. Ist halt wirklich einiges, was die wollen, ne? Da fährst du 3-mal mindestens hin. 3-mal. Und da wäre aber hier ein Anhängershop gut. Weil ich habe ja nicht Bock, die ganze Zeit dahin zu fahren und mit dem Anhänger wieder zurück. Ein Anhänger wieder hier hin oder wieder zurück. Mit dem Anhänger oder wieder zurück. Anhängershop, was muss ich dafür machen? Zement? So, der macht das nicht, weil er hier nicht auf der Map ist. Aber ich weiß, dass es das hier alles gab. Weil hier gab es doch, glaube ich, schon Verbrauchsgüter hat man hier die 2. Guck mal, hier hinten war doch Zement, oder? Zement die 2. Wäre der Anhängershop wenigstens fertig. Machen wir auch, dass man dann. Der einzigste. Ist das denn der einzige Tunnel? Ich weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, Tobias.
Ach, ist eine Scheiße. Wow, darum geht's in dem Spiel. Der einzigste Tunnel? Portal? Tatsächlich der einzigste. Cool. Wir schnappen uns unseren Six. Und dann hier hoch. Dann. Dreimal dahin fahren. Da weißt du, was du gemacht hast. Nur, dass diese scheiß Brücke fertig ist. Und dann haben wir ja immer noch nicht unseren Kraftstoff. Junge, Junge, Junge. Aber von nisch kommt nisch. Von nisch kommt nisch. Ich weiß gar nicht, wie meine Anfänge so richtig dann. Also ich habe natürlich auch mit dem NES angefangen, sehr viel C64 gespielt. Und wir hatten den C64 gehabt, wo du die Atari-Spiele drauf spielen konntest. Atari 2600 war das gewesen, ne? Wo die Module dort reinmachen konntest. Das war schon herrlich. War schon herrlich. Herkules auf der PlayStation 1. Oh, Jana, wirklich, ich habe dieses Spiel geliebt damals. Herkules auf der PlayStation 1 war so super. So super. Warum davon nicht mal ein Remake? Rayman hatte ich im Kopf. Warum da nicht mal ein Remake? Ohne Scheiß. So. Ich glaube, Anhänger-Shop machen ist echt nicht so dumm. Könnte man natürlich auch erstmal Kraftstoff dort rüber kacheln, ne? Schnee mag der jetzt nicht so, Christian. Sag mal, was fahre ich hier? Ist da Alkohol im Spiel? Haben wir heute eigentlich irgendwas geschafft in SnowRunner? Ah, Escalator, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ah, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Natürlich haben wir schon ein bisschen was geschafft. Wir haben die übergroße Fracht transportiert. Wir waren ein bisschen gucken. Aber mehr war eigentlich nicht. Mehr war eigentlich nicht. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Was reißt man denn sonst so in 2 Stunden SnowRunner spielen? Welt nicht unbedingt. Und jetzt ist es ja so. Sag mal, Christian, wie fährst du? Jetzt haben wir ja einen Fahrplan. Jetzt wissen wir ja, wo die Reise hingehen soll. Was tue ich hier? Bin ich hier jemals lang gefahren? Ich bin doch hier noch nie lang gefahren. Der LKW ist gleich weg. Fühle mich wieder jung. Meine Anfänge waren auf dem NES und SNES. Elmo, das haben wir damals alle gemacht. Gechippte PlayStation hat man doch alle. Da waren die Leute, die einen CD-Brenner hatten, das waren die besten Freunde. Beste Freunde.
Boah, bin ich hier jemals so hier hochgefahren? Ich habe immer noch eine gechippte PS2. Oh. So, halt doch mal im Bereich an. So, hier war doch Zement, ne? Ich hab's auf die Verladerampe gemacht! Oder? Nee. Okay. Aber auch nur, weil der LKW die Verladerampe blockiert hat. Oh, manchmal muss man aber auch richtig Schwein haben. Blöd, aber Glück gehabt. Super. Oh. Na, runter geht, ne? Fahr mal hier geradezu und dann so rüber. Das kann sich ja keiner antun. Meine Güte, so lange machen wir schon. Also für einen Freitag ist das schon lang. Wir haben ja auch noch später angefangen. Aber Leute, keine Sorge. Also wenigstens den Anhängershop, den will ich hier noch fertig machen. Das muss mindestens sein. Boah, da haben wir ein Brett mit der Brücke dort oben. Das ist echt ein ganz schönes Brett. Dreimal muss man dahin eiern. Insgesamt sechsmal. Das sind insgesamt 12 Slots, die man bewegen muss. Schon, Schnee ist jetzt nicht so cool. Ich weiß noch, wie Wing Commander auf PC rauskam und alle angefixt waren von Grafik und Gameplay. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Ich war damals auch so ein richtiges Command & Conquer-Kind, ey. Oh, das war auch so meins. Ja, und das wird noch besser. Hinter der Brücke kommt tatsächlich noch ein Tunnel, der kostet auch ein wenig. Warum verrätst du das, Elmo? Warum verrätst du das? Jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, die Brücke zu machen. Command & Conquer müsste ich noch weiterspielen. Wie meinst du das, weiterspielen? Also mein Teil war so richtig Alarmstufe Rot. Dann mit der Erweiterung Yuris Rache, das war so... Ach, das habe ich gesucht. So, Verbrauchsgüter... Kann den Besten passieren. Ach, das Remaster. Okay, damit habe ich mich dann natürlich noch nicht beschäftigt. Ich bin halt nicht so der PC-Typ. Es ist einfach, wie es ist. So, ich glaube, ich fahre aber trotzdem diesen Weg hier drumherum. Holen wir mal die Verbrauchsgüter. Keine Warnleuchten an.
Deshalb bin ich vorhin fast im Wasser versunken. Auch gespielt waren meine ersten Multiplayer-Sessions. Haben wir zu zweit und sogar zu viert gespielt. Ach, LAN-Partys. Oh. Herrlich. Wir brauchen Verbrauchsgüter. Was sind schon Pixel, wenn man als kleine Krabbe so nah vor der Glotze stand? Also Röhrenfernseher. Und mal ein Kästchen sehen konnte. Das war pixelig, das stimmt. Nicht so ran, kriegst du viereckige Augen. Zwar nicht wegen der Fernsehform, sondern wegen den Pixeln. Ich sag, nix mehr. Gar nix. Elmo, muss ja jetzt nicht die Zicke spielen hier. Meine Güte. Im Multiplayer tatsächlich Age of Empires gezockt. Da staunst du gerade selber, dass ich sofort mit der Abkürzung AOE was anfangen konnte. Hä? Escalator. Habe ich dich überrascht jetzt, ne? 758 Mark Telefonrechnung. Ja, Internet damals, ne? Das ist heftig. Masters, sagt dir was? Masters? Nee, Masters sagt mir jetzt nicht gerade. Wenn du heute jemandem erzählst, dass du damals PC, Röhrenmonitor und Tastatur ins Auto gepackt hast, um mit Freunden zu zocken. Ey. Also war's. So war's, Sander. Und wie herrlich war das. Und da warst du damals echt gut, wenn du echt auch schon dann guten Laptop hattest oder so, ne? Deshalb wurden in meinen Augen Laptops erfunden. Damit man für die LAN-Party nicht mehr so viel schleppen musste. Sei lieb, sonst gibt's keinen Kuchen mehr für dich. Sehr schön. Sehr schön. So. Sind wir erstmal wieder auf Kurs hier? Aber ich bin auch ganz lieb. Ja, ist ja alt. Alt. Bisschen zu toll. Oh Gott, was? Upsi. Da habe ich mal kurz eingerastet. Da war Alkohol im Spiel, bin ich mir ganz sicher. Habe ich auf den Chat geguckt. Sag mal, Christian! Was ist denn da los? Okay, zweimal überlegt, irgendwas zu fallen, aber. Ah, ich weiß nicht wo. Der Pico-Chat auf dem ersten Nintendo DS, Reichweite 100. Stimmt, das kenne ich ja auch noch. Das kenne ich ja auch noch. Weltmeister in AOE geworden. Das waren Zeiten. Ne? Ach, wegen Masters. Okay. Weltmeister in Age of Empires geworden. Wer? Du? Verstehe ich das jetzt richtig? So, einmal Verbrauchsgüter. Auf dem Truck, bitte. Ich fühle mich wie ein Außerirdischer, weil es LAN-Partys bei mir nie gab. Habe dieses Phänomen tatsächlich das erste Mal in meiner Jugend gehört, als das keiner mehr gemacht hat. Sei froh, Süppchen. Bist halt noch ein junges Reh. PG Fire. Alter, Escalator, du sprichst sowas von den Rätseln gerade. Deutsch. Deutsch und nicht so eine Abkürzung. Mit denen haben wir damals gezockt. Wer ist PG Fire? Ist das dein Onkel? Wer ist das?
Der Weltmeister. Ich denke, Masters ist der Weltmeister. Ach, und PG Fire. Ach Gott, nee, ich bin raus. Ich bin raus. Sag mal, fahre ich jetzt hier diesen... Nein, Christian, nein! Oh, hier wollen wir nicht lang. Obwohl es auch klar geht, aber... Nein. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch ein schönes WE. Olli, dasselbe wünschen wir dir auch alle. Der Weltmeister in Age of Empires. Das war PG Fire. Okay. Und wer hat Masters? Nein, Masters war ein HP, wo die Experten das gezockt haben. Ein HP? Auf Speed Slow. Alter. HP muss für Harry Potter stehen, Süppchen, bin ich mir ganz sicher. Homepage. Oh, Essilator. Weißt du, du kommst hier immer mit 50 ist 50 und du kommst hier mit Abkürzungen, wie es die Schickimicki-Jugend nicht besser machen könnte. Kommst du noch mit so einem Sprüchen? Oh, ich fühle mich so lit. Oh, true. Bald fängst du damit an. Bin mir sicher. PG Fire, das sind die Masters in AOE. Das haben die auf ihrer HP gemacht. Und damals bin ich zur LAN-Party noch mit meinem MTB gefahren. Alter, merkt ihr's? Also ich kenne HP als Homepage. So. Okay. Aber Süppchen und ich nicht. Ich kenne HP nur als Drucker. Ja. Ja. Oder als Gesundheitspunkte in Final Fantasy. Ah, da habe ich euch jetzt auch überrascht gerade, ne? Ja? Seid ihr cringe. True. Nee. Cringe, creepy. Das ist aus dem schönen Wort komisch geworden. Oder scheiße. Ihr seid komisch, ihr seid scheiße. Damit hast du schon so viel abgedeckt. Chef, neulich zum Azubi die Rufumleitung schalten sie mit Raute und 1234 an. Azubi guckt das Telefon an. Was? Ich stehe daneben. Er meint... Hashtag. Sehr geil. Sehr geil. Du ahnst es nicht. Genau. Raute ist Hashtag. Sehr gut. Ja, der kam gut an bei mir. Wir haben uns Freitagabends um 7 getroffen, eine Stunde Aufbau, dann bis Mitternacht gezockt, dann Grill angeschmissen und dann bis 3 weiter gezockt, gepennt und samstags ging es zum Frühstück, nach dem Frühstück weiter. Ach, das waren herrliche Zeiten, Sam. Das waren herrliche Zeiten. Ach, super. So. Haben wir da unseren Anhängershop hier wenigstens, damit der Essilator auch einfach mal sieht, okay, es ist ja doch was geworden. Nee. Na genau. Jemand Anonymes haut hier einfach mal 100 Bits raus. Vielen lieben Dank an den noblen Spender. Das ist aber ein schöner Anhängershop.